Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ganz kurz bevor das Video losgeht, nächste Woche wird es ein Update geben, wo die Infiltrationszeiten angepasst werden und der Trick mit Valby in der Festung behoben wird. Da gibt es ja aktuell einen unendlichen Level- und Gegnerfarm, der wird behoben. Der soll ist so nicht intended und soll wird entfernt. Außerdem wird es in der Zukunft einige Änderungen geben, wie man Gold bekommen kann, weil es ja aktuell echt ein Goldproblem gibt. Man muss schon sehr viel farmen, um da mal auf den grünen Zweig zu kommen. Aber ja, das kommt alles nächste Woche im Patch und dann wird es erst den nächsten Patch im August geben mit dann den neuen Charaktern. Da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und heute geht es um den Ultimate Bunny Bild. Den haben sich sehr viele gewünscht. Auch im Stream habe ich sehr oft gehört, ey, hast du dazu ein Bild? Und heute wird es dem Bild dazu geben. Ich muss dazu ein paar Dinge sagen und loswerden, weil man natürlich je nach Situation den Bild ein bisschen anpassen muss. Wir gucken erstmal rein in dem Bild, wie ich ihn spiele. Ganz wichtig ist, da könnt ihr auch diese Woche noch reingrinden, ein Singularität-Reaktor bei der Verwendung von Blaukäfer 160% mehr Fertigkeitsstärke, Steigerung zu Elektro, Steigerung zu Singular und unten Steigerung von Elektro-Fertigkeitsstärke. Und ich habe jetzt hier Crit-Rate drin, aber da könnt ihr auch sowas nehmen wie Fertigkeitsdauer oder ich weiß nicht, ob Reichweite drin ist. Aber Elektro-Fertigkeitsstärke braucht ihr auf jeden Fall. Und Crit-Rate lohnt sich auch mit der Synergie von etwas anderem, was ich euch gleich zeigen werde. Dann bei den externen Komponenten macht ihr eine Mischung aus dem Auslöscher und dem Supernova-Komponenten. Jeweils zwei. Bei der Supernova bekommt ihr dann den Elektro-Fertigkeitsmodifier mit 8,6% mehr Stärke und durch den Auslöscher bekommt ihr nochmal 5,7% mehr Fertigkeitsdauer. Was ihr dann oben drin habt, ist relativ egal. Das Einzige, was ihr auf gar keinen Fall drin haben dürft, ist irgendwas mit Schild und MP. Schild und MP dürft ihr auf gar keinen Fall drin haben. Verteidigung, LP und dann natürlich solche Sachen, wie ihr es hier schon seht, Modulabwurfrate, aber auch jede Art von Resistenzen. Wenn ihr das perfekte Gear haben wollt, dann habt ihr einmal ein Farming-Gear und einmal ein Bosse-Gear. Und beim Bosse-Gear habt ihr auf jedem Komponent jeweils einen Widerstand. Feuer, Kälte, Gift und Elektro. Das gibt es auf jedem Komponenten einmal, plus Life oder Verteidigung. Oder halt wie hier in meinem Fall für das Farming einmal Modulabwurfrate, einmal Charakter-EP. Hier habe ich gerade Schildwiederherstellung, das wollt ihr auf gar keinen Fall haben und auch kein Schild. Dann hier Elektrowiderstand und Goldabwurfrate und Max-LP. Und hier habe ich leider Max-Schild, will ich auch nicht haben. Und Giftwiderstand und Verteidigung. Also alles, was mit Schild zu tun hat, wollt ihr auf gar keinen Fall auf diesem Bild haben. Schild ist komplett useless und nutzlos. Dann gehen wir rüber zu den Waffen. Da ist natürlich ganz wichtig, dass ihr den Blaukäfer habt. Umso höher der Blaukäfer ist im Level, umso besser. Und dort habt ihr nur ein einziges Modul drauf, und zwar Verteidigungsmeister. Der gibt euch alle 5 Sekunden lang 128 Verteidigung, wenn ihr einen Gegner besiegt. Das ist sowohl gut beim Speedfarm, als auch wenn ihr beim Boss so eine Assel oder so einen Vogel besiegt. Da bekommt ihr dann 10 Sekunden lang 128% mehr Verteidigung. Die setzt ihr auch nie ein und greift damit an, sondern die habt ihr eigentlich nur in der Hand, um den Effekt von der Waffe zu haben. Und zwar ist das hier die Spezialfähigkeit einmal Arkanenergie und einmal Reinigung. Weil, wenn ihr die Attacken einsetzt, Blitzeinschlag oder Nervenkitzelbombe, dann kann einer der Effekte hier zünden. Wenn ihr die Bombe, die erste Attacke einsetzt, dann könnt ihr eine Crit-Rate Erhöhung bekommen. Leider ist meine Waffe noch auf Level 0. Bedeutet, diese Zahlen hier können auf jeden Fall noch hochgehen. Aber Blaukäfer ist relativ schwierig zu farmen. Und wenn ihr euren AOE-Attack einsetzt, dann kriegt ihr einmal Schwächung, Entfernung. Ja, Blaukäfer sehr wichtig. Da solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr den sehr hoch bekommt. Und dann die anderen Waffen, die sind komplett egal. Die habt ihr nur als Deko mit dabei oder ihr setzt da zwei Waffen ein, die ihr passiv leveln wollt. Ihr kriegt ja auf Waffen, die ihr nicht aktiv nutzt, 20%
der Leistungsstufe. Und die Leistungsstufe ist ja wichtig für den Meisterrang. Ist mal was für ein anderes Video, aber hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Das ist nicht so wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Herzstück der Nachfahrenmodule. Ganz wichtig natürlich ist hier, dass ihr euren Sekundärangriff ein Modulzusatz habt. Ich habe aktuell 6 Modulzusätze, wenn ihr hier einmal schaut. Die habe ich aktuell drin. Vom Start weg hat man ja automatisch 2x M. Ein M habe ich aktuell zu Schurigen gemacht. Ihr braucht 4x R, 2x Kreis und einmal Schurigen. Beziehungsweise 2x. Und ja, dann gehen wir einfach mal durch. Hochspannung. Das ist ein rotes Modul. Funktioniert nur auf Ultimate Bunny. Deswegen ist es auch der Ultimate Bunny Build. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal einen normalen Bunny Build mache. Aber so wie ich es spiele, gilt nur für Ultimate Bunny. Und nur mit dieser Transistenz. Die braucht ihr auf jeden Fall. Ich werde auch am Ende nochmal erklären, wie ihr die Sachen alle findet. Weil ich habe öfter die Frage gehört, ey Lou, wie finde ich das überhaupt? Dann habe ich hier genügsame Denkweise. Als M habt ihr am Anfang schon drin. Könnt ihr direkt reinpacken. Gibt ein wenig Fertigkeitskosten. Gibt ein wenig Reichweite, ist ein super Ding, so für 5 Modulkapazität kann man auf jeden Fall reinmachen. Dann gefährlicher Hinterhalt ist super wichtig, der gibt euch nämlich nochmal im Maximum 50% mehr Fertigungsstärke. Erhöhte LP und auch erhöhte Verteidigung, die aktuell bei mir noch nicht drin ist, aber sobald ich ein R hier habe, kommt die erhöhte Verteidigung mit rein. Die sind super wichtig, erhöhte Verteidigung und erhöhte LP solltet ihr auf jeden Fall drin haben. Dann Fertigkeitserhöhung, natürlich die Reichweite erhöhen um 90%, Elektrospezialist für die Elektrostärke, Singularspezialist für die Singularstärke, weil ihr ja nur die dritte Attacke einsetzt und das ist eine Singularfertigkeitsstärke, Singularfertigkeitsattacke. Konditionskampf ganz wichtig für nochmal mehr Life und noch mehr Fertigkeitsdauer. Reichweite Maximierung für noch mehr Reichweite. Und der MP-Sammler, das ist eine Sache, die wichtig ist. Wenn ihr auf Farming geht, das heißt in irgendwelche Dungeons oder in der Overworld, dann nehmt ihr MP-Sammler. Wenn ihr gegen Bosse kämpft, dann macht ihr den MP-Sammler raus und nehmt einen Antikörper rein, den ihr für den Boss braucht. Wenn ihr jetzt also gegen einen Boss kämpft, der Giftschaden macht, dann nehmt ihr Giftantikörper rein. Wenn ihr zum Beispiel gegen den Pyromanen kämpft, dann nehmt ihr Feuer rein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr schon Feuer auf eurem Modul habt, da macht es mehr Sinn, diesen prozentualen Feuer-Dingsbums mit reinzunehmen, weil der insgesamt mehr gibt als der Antikörper. Das seht ihr in den Zahlen, wenn euch das mal selber ein bisschen anguckt. Wenn ihr auf den Komponenten schon einen gelben Attributsbonus habt für Feuer zum Beispiel, sind das 4000 irgendwas und dann nochmal hier prozentual 100 irgendwas Prozent drauf habt, dann kommt ihr über 10.000. Das bringt euch in Summe mehr als hier dieser normale Antikörper. Ja, aber wahrscheinlich wollt ihr sowieso die meiste Zeit Speedfarming machen, dann lasst der MP-Sammler drin und in meinem Fall würde jetzt hier noch erhöhte Verteidigung reinkommen. Das ist natürlich nur ein Grundgerüst, da könnt ihr natürlich rumspielen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, ey, ich will aber vielleicht gar nicht die Hochspannung spielen, sondern ich will den Biokraftstoff spielen, um unendlich laufen zu können, dann könnt ihr das machen. Das hier ist natürlich so mein Bild, wie ich ihn spiele und ja, so wie ich ihn aufgebaut habe. So, jetzt einmal, um euch zu zeigen, wie ihr die Sachen findet. Wenn ihr in eurem Charakter seid, dann geht ihr auf Karte, dann auf Information und dann seht ihr hier ganz groß Module. Und dort könnt ihr jedes einzelne Modul anwählen und euch anzeigen lassen, wo man das findet. Hier zum Beispiel Hochspannung für Ultimate Bunny. Dann seht ihr Viereck-Info zum Erhalt. Und dann seht ihr, wenn ihr den Pyromanen auf schwer besiegt, dann habt ihr eine Chance, dass dieses Modul fallen gelassen wird. Wie hoch diese Chance ist, kann ich euch nicht sagen. Das steht leider nicht mit dabei. Aber ja, die könnt ihr dort farmen. Und so geht das dann für jedes andere Modul auch. Vielleicht noch ein Wort zu den Stats, was ihr am besten haben solltet. So wie ich hier, ich habe hier gerade 10.000. Mit Verteidigung erhöhen komme ich auf 20.000. Und mit der Verteidigung vom Blaukäfer komme ich dann auf 40.000, 50.000. Das ist auch das, was ihr wollt. 50.000 Verteidigung ist ein super Wert. Das solltet ihr erreichen. Wenn ihr die Multiplikatoren habt mit erhöhter Verteidigung und dem Blaukäfer-Modul und dann auf über 50.000 kommt, dann könnt ihr das reduzieren und dafür dann lieber LP nehmen. LP sollte irgendwas über 10.000 sein, egal wie viel, 10.000 plus auf jeden Fall. Und dann alles, was da drüber ist, könnt ihr so machen, wie ihr das gerne wollt. Ihr könnt auch sagen, ey, ich möchte ein bisschen mehr MP haben
um ein wenig länger laufen zu können oder auch um ein bisschen mehr MP durch MP-Sammler zu regenerieren, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen, ist eine gute Idee. Wenn ihr auf MP 400 kommt, dann regeneriert ihr da so um die 40, 45 mit jedem MP-Sammler. Das sorgt natürlich dafür, dass ihr 2-3 Sekunden länger rennen könnt mit der Geschwindigkeit. Aber das müsst ihr da ein bisschen hin und her probieren. Das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie ihr die Module findet. Ich finde leider nie so gute Sachen, muss ich zugeben. Hier zum Beispiel würde mir MP auch besser, besser gefallen als das Schild. Oder auch hier würde mir MP besser gefallen als die Schildwiederherstellung. Oder oben sogar das Schild auf dem Sensor. Aber leider habe ich da aktuell nichts Besseres. Ich habe mir gedacht, ihr wollt bestimmt auch mal den Bild in Aktion sehen. Deswegen hauen wir hier den Verschlinger mal auf Hard weg. Und dann zeige ich euch einmal, wie viel Schaden der Bild eigentlich macht. Und wie ich das halt so spiele. Aber im Prinzip ist es, kennt ihr das ja selber, wie Bunny spielt. Die ganze Zeit hüpfen, die ganze Zeit hin und her und über ihn hinweg und in ihn hinein. Und da gibt es jetzt nicht so den das mega Geheimnis. Aber damit ihr einfach mal so den Schaden ein bisschen seht gegen den Verschlinger. Ich finde, der kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass das stärker ist als das, was ich mit Clay mache. Das ist schon extrem krass. Ist stärker als Leute mit einer Waffe. Also ich habe heute im Stream viel gespielt und wir haben viel den Verschlinger gemacht für Lepic und für Ajax. Und ja, ich war mit Bunny tatsächlich stärker als Leute mit einer Waffe. Das ist schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ja, und mein Rekord liegt hier jetzt irgendwo bei einer Minute. Wenn ich nicht quatsche und mich ein bisschen konzentriere, dann geht das auch ein bisschen besser. Wenn ich ein bisschen auf meine Abfängzeiten achte. Ja, das war die Ult. Und jetzt kann ich ein bisschen hinterher rennen. Und ihr seht schon, ne, das ist gar kein Problem. Man würde fast denken, ey, ist das ein schwerer Boss? Ist das ein normaler Boss? Was ist das hier für ein Boss? Aber es ist, ja, das geht natürlich nur gegen Bosse mit einer Elektroschwäche. Also gegen einen Pyroman würde ich es jetzt vielleicht nicht machen. Aber wenn ihr jetzt gegen Boss kämpft mit einer Pyroschwäche, dann geht das ganz gut klar. Das Lustige beim Verschlinger ist natürlich auch, dass ihr hier, meine ich, die Supernova-Sachen bekommt. Oh, die Auslöscher-Sachen, also auch nicht so schlecht zum Farming. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren. Werdet ihr den Bild vielleicht so spielen? Ist natürlich total krass hinter einer Paywall, weil ihr erstmal Ultimate Bunny braucht und die rote Transistenz. Das ist also jetzt nichts für jemanden, der gerade ein Spiel startet, sondern wirklich ein Endgame-Bild. Und ja, viel Spaß mit dem Bild, ihr wollt ihn haben, da habt ihr ihn. Ich würde mich natürlich für immer über ein Follow auf den Kanal freuen, selber ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.